Wie liest man eine Mindmap? Ein möglicher Vorschlag. Herzlich willkommen zu meiner Mindmap-Reihe zur Einführung in das Mindmapping. Und diesmal wollen wir uns beschäftigen, in welcher Reihenfolge man eine Mindmap lesen sollte. In den meisten Fällen wird empfohlen, dass man eine Mindmap im Uhrzeigersinn liest. Das heißt, von rechts oben beginnt man dann mit dem Lesen dieser Mindmap. Man sieht hier den Uhrzeigersinn. Und wenn man dann zu einem Punkt kommt, zu einem Knoten kommt, zu einem Urbegriff kommt, bei dem es dann weitere Anmerkungen gibt, geht man dann der Reihe nach im Prinzip dann diese Unterbegriffe dann durch, bis man dann ganz im Detail gelandet ist. Und wenn man dann hier diesen Bereich gelesen hat, geht es dann weiter zum nächsten Oberbegriff und so weiter bis zum Ende. Andere Möglichkeiten wären, dass man Nummerierungen einfügt zu diesen einzelnen Oberbegriffen und dann mit Hilfe dieser Nummerierungen dann sich besser orientieren kann. Also zwei Möglichkeiten, im Uhrzeigersinn das Ganze machen. Und dann zusätzlich zur besseren Orientierung dann vielleicht Icons einfügen, die dann Nummern enthalten und dementsprechend es einem ermöglichen, dass man sich hier besser in einer Mindmap zurechtfindet. Wenn du eine Mindmap mit einer Hand zeichnest, wird es wahrscheinlich so sein, dass du am Anfang deine Begriffe einfügst und du noch gar keine so echte Reihenfolge für dich erkannt hast. Und du wirst also einen Rohentwurf einer Mindmap anfertigen und dann dementsprechend, erst wenn du fertig bist, wirst du dementsprechend dann eine Mindmap gestalten, wo du dann die richtige Reihenfolge zum Beispiel im Uhrzeigersinn dann berücksichtigst.